Ich suche Paco. Paco? Hier gibt's keinen verdammten Paco. Verpiss dich! Sind Sie absolut sicher? Er ist im Büro. Da, die Treppe hoch. Willkommen zurück, Leute, zu Heavy Rain und... Da ist Paco, ja. Und wir sind mit dem FBI-Typen mal wieder da. Hast mich erschreckt. So eine verrückte Nutte war heute hier und hat nach der Wohnung in der Marble Street gefragt. Ich weiß nicht, was du da treibst. Ist auch egal. Aber was auch immer es ist, es fällt langsam auf. Da ist der Killer. Boah, wir sollten uns vielleicht beeilen. Hör zu. Ich weiß, du hast mich vor dem Knast gerettet. Aber die Nutte hat mich fast gekillt. Ich hab gemacht, was du wolltest. Ich glaube, wir beide sind jetzt quitt, hä? Hey, mach keinen Scheiß. Nein. Warte, ich kann dir doch noch helfen. Nein, nicht schießen. So, und diese Tür ist doch der einzige Ausgang, oder nicht? Also dementsprechend müssten wir den Killer doch jetzt finden. Eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht. Also er müsste uns doch jetzt entgegenkommen, oder nicht? So, vielleicht mal drauf achten, wer da ist. Oder gibt's doch keinen weiteren Ausgang, oder? Ja, unmöglich. Einfach rein, ich will einfach rein. Er ist tot. Gut, gehen wir auf Spurensuche. Es muss ja sozusagen der Killer sein. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auf... Madison stößt. Aber unter diesen Umständen dann wohl eher nicht. Komm, nein, du haust uns nicht ab, Mann, du haust uns nicht ab. Nein, komm, wehr dich doch mal. Ja, schöner Treffer und noch, oh, herrlicher Treffer. Ey, der benutzt das Katana, hör auf, Mann. Spann dich doch mal. Ey, wir können vielleicht doch drüber reden. Eigentlich wollte ich den Killer gar nicht, ich will den Killer gar nicht fassen, ist mir doch egal. Ich will doch nur leben. So eine Art. Naja. Ey, ich treffe jeden. Ich hasse das immer, ne? Wenn man alles trifft und dennoch einfach nichts zählt als Treffer. So, keine Ahnung. Machst alles richtig und trotzdem, ja. Kriegst du nur auf den Sack. Unser Killer ist auf jeden Fall ein kräftiger Kerl. So, wie können wir sagen? Ja, komm hoch. Wir haben keine Wahl. Okay, dementsprechend kennt er den wohl scheinbar ziemlich gut, würde ich mal behaupten. Ja, aber was bringt uns das? Das ist doch jetzt wieder John Shepard, der tote Junge. Ja, bringt uns mal gar nichts. Aber vielleicht finden wir diesmal die entscheidenden Spuren. Was war denn da? Da war doch gerade eine Möglichkeit. Ja, wollte gerade sein. Ach, da ist die Brille. Okay.
Gerade sagen, wir müssen auch hier ein bisschen Spurensuche machen wahrscheinlich. Alles andere würde ja nicht unbedingt Sinn machen. Hast du die jetzt aufgesetzt? Ach so. Ich hab das Symbol nicht gesehen, was ich drücken soll. Nun gut. Dann wollen wir mal. Ach ja, ein, zwei Sachen. Madison Page. Was wollte eine Journalistin hier? Madison Page ist eine Journalistin? Das sind auch Informationen, die wir vorher noch nicht hatten. Orchideenduftstoff. Der beschissene Origami-Killer. Absolut beschissen, ja. Paco Mendez war kein Heiliger. Sein Vorstrafenregister ist so dick wie ein Telefonbuch. Das ist doch jetzt übertrieben, Mensch. Irgendetwas hat der Killer gesucht. Wahrscheinlich die Unterlagen für das Haus oder dieses, ja, generell. Den ganzen Kram, ne? Ups. Minimal was verpasst. Seine Jackentasche. Ich habe sie beim Kampf abgerissen. Zwei Belege von derselben Tankstelle. Interessant. Die sind doch bestimmt mit Uhrzeit. Da müsste man doch. Und solche Tankstellen haben doch immer Kameras. Da müsste man doch vielleicht was rausholen können. Na, und von wem sind die? Paco Mendez? Ja, das bringt mir ja nichts. Uninteressant. Aber die Waffe. Die Waffe. Ja, hallo, die Waffe. Kaliber 45. Aha, okay. Mehr bringt mir das jetzt nicht. Noch irgendwie was? Eine andere Waffe. Ist es seine? Ja. Okay. Wieder Madison Page. Sie könnte eine Zeugin sein. Die ist sogar ganz bestimmt eine Zeugin. Die alle weiß, wenn du das wüsstest, ne? Würde ausflippen. Eine Kugel genau zwischen die Augen. Sofort tot. Ja, so kann's kommen, ne? Sag mal, dumm gelaufen. Was können wir denn hier noch machen? Können wir hier noch irgendwas machen? Oder mich, dass wir hier gar keine Spuren finden? Irgendwelche. Ah, guck mal, oder doch? Blut, oder? Nee. Fingerabdrücke. Auch von Madison Page? Ja, klar. Jetzt wird's interessant, ne? Auf der Lampe? Was ist da los, die da so rumliegt? Aber das scheint ihn jetzt momentan noch nicht ganz so zu stören. Ja, muss ich hier denn noch was machen? Ich würde ja jetzt eigentlich behaupten, wir haben noch alles, oder? Ja, sieht so aus. Bist du zufrieden? Also wenn ich jetzt gehen würde, wär das für dich okay? Werden wir ja gleich sehen. Scheinbar ja. Okay. Was haben wir jetzt gelernt? Nicht viel. John Shepard ist weiterhin Hauptverdächtiger. Ein Mensch, den es eigentlich nicht gibt. Ja, soll ich denn jetzt gehen? Gib mir mal hier ein paar. Ich zittere und mir bricht der kalte Schweiß aus. Ich muss schnell zurück ins Hotel. Das klingt doch gut. Ich bin irgendwie nur damit beschäftigt, mir den Arsch aufreißen zu lassen. Scheiße, eine Sackgasse. Hier geht's nicht weiter. Richtig. Ich werde noch zum Pflegefall, wenn das so weitergeht. Der Wichser hat mir fast das Genick gebrochen. Oh, ist schlecht. Ich muss weg und über alles nachdenken. Der Mörder könnte Spuren im Büro hinterlassen haben. Ich dachte, es wir haben... Es war zu dunkel. Alles ging zu schnell. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Paco kannte den Mörder. Deswegen musste er sterben. Ein toter Verdächtiger. Jemand versucht, mich umzubringen. Klingt nach der richtigen Spur.
Aber damit könnte er auf jeden Fall recht haben. Ich meine, wenn ich jemand umbringen will, dann ist es immer, ein gutes Zeichen, sag ich mal, ne? In so Ermittlungen, definitiv. Naja. Hat er nicht auch noch ein paar Missionen vor sich hier, unser guter Ethan? Ich glaub schon. Ethan, ist alles okay? Ich bin ein Mörder. Ich wollte es nicht. Ich hatte keine Wahl. Sie sind nicht der Origami-Killer. Sie haben diese Morde nicht auf dem Gewissen. Ich kann's beweisen. Das ändert gar nichts. Es zählt nur noch, Sean zu retten. Ich kann nicht. Nicht jetzt. Tut mir leid. Ich wollte... Also ich werde jetzt gehen. Meiner Meinung nach ging das halt gar nicht. Es tut mir leid für all diejenigen, die das jetzt sehen wollten, aber ne. Ich habe ja alles erledigt. Ich gehe nach Hause. Die Situation ist einfach, Hoffentlich beweist er seine Unschuld und findet seinen Sohn lebend. Was habe ich denn? Wohnt die nicht hier nebenan? Wie konnte ich glauben, dass er etwas für mich empfindet? Er versucht, seinen Sohn zu retten, wird von der Polizei gejagt und ich versuche, ihn zu küssen. Bescheuert. Richtig. Richtig. Wenigstens erkennst du es. Ich meine, ey, komm, ernsthaft, es geht nicht. Kann man nicht bringen, so. Wir wollen nach Hause. Also so richtig nach Hause, oder wie? Gehe ich jetzt mal von aus. So, schwing dich aufs Motorrad und ab nach Hause. Weil ich immer noch glaube, dass der... Oh, die Polizei. Ach, guck mal. Cops. Die suchen Ethan. Wird mal ein Überraschungsangriff. Das Telefon. Okay. Gut, dass ich das jetzt noch gezeigt habe, weil ich hätte jetzt gedacht, wir müssen... Versuchen noch vor den Cops oben zu sein, aber das wird relativ schwierig, ne? Was ist denn los? Ist das nicht toll? Wie in einer Fernsehshow. Kaum zu glauben, der Origami-Killer mietet hier ein Zimmer. Er hatte einen falschen Namen, aber ich habe ihn gleich erkannt. Du bist ja ein toller Hecht, ne? Komm schon, wie war die Nummer? Ich weiß es nicht. 207? Komm schon, na los! Nimm schon ab! Sogar richtig. Ich sehe es von hier. Ich kann es erkennen. Die Cops. Sie sind im Hotel. Du musst von hier verschwinden. Eigentlich haben wir keine Chance. Wir haben schlicht und ergreifend keine Chance und die würden wahrscheinlich auch schießen. Gehe ich zumindest mal von aus, dass sie schießen würden, oder? Also eigentlich, ich meine, das ist ein... Ja gut, das ist nicht unbedingt bestätigt, ne? Aber wir sind uns schon relativ sicher, dass er der Killer ist. Was heißt wir? Die Hops natürlich. Ist doch alles Crap. Wir können doch hier machen, was wir wollen. Ist doch alles Mist.
Gott, aufs Dach und dann? Das macht mir auf jeden Fall Hoffnung für den Fall, dass ich mal irgendwann in so eine Bredouille komme, dass ich vielleicht doch eine Chance habe zu entkommen. Keine Ahnung. Falscher Knopf. Fuck you. Oh oh. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's richtig knapp, Ethan. Jetzt hier noch durchschlenkern. Er hilft alles nichts. Jump und jump und jump, ne? Was willst du machen? Oh Gott, nein. Nicht ernsthaft, nicht ernsthaft, nicht ernsthaft. Vor allen Dingen der Ethan, der ist so verletzt, ne? Er ist sowas von verletzt. Der kann kaum stehen und flüchtet jetzt hier, ne? Ist klar. Irgendwo hört's mal auf. Mit zwei gebrochenen Rippen rennst du nicht mehr so, habst du das Gefühl. Er ist nicht Bruce Willis. Und die Hände hinter den Kopf. Ganz ruhig. Hier geht's nicht weiter. Sie sind umstellt. Es hilft nichts. Verdammte Scheiße! Und hoch, Ethan, hoch. Wundert mich, dass Blake jetzt nicht schießt. Blake ist doch eher so einer, ne? Der ist der Hau drauf Typ. Aber nein, er schießt nicht. Komisch. War noch vom Taxifahrer angefahren. Aus da. Hey, was soll denn das? Das ist doch schon wieder krass, Leute. Aber mit Scott Shelby geht's dann erst im nächsten Part weiter. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.